Denn John ist ein zerfleischter Leichnam. Ich allein weiß warum, und dieses Wissen ist solcher Art, dass ich mir eine Kugel durch den Kopf jagen werde, aus Furcht auf die gleiche Weise zerfleischt zu werden. Die schwarze, gestaltlose Nemesis, die mich zur Selbstvernichtung treibt, fegt durch die dunklen, endlosen Korridore gespenstischer Fantasie. Möge der Himmel uns die Verrücktheit und die krankhafte Gier vergeben, die uns beide einem so monströsen Schicksal zuführte. Gelangweilt von den Gemeinplätzen einer prosaischen Welt, in der sogar die Freuden von Liebe und Abenteuer bald schal werden, waren St. John und ich voller Begeisterung jeder ästhetischen und intellektuellen Bewegung gefolgt, die Erholung von unserer verheerenden Langeweile versprach. Die Rätsel der Symbolisten und die Ekstasen der Präraphaeliten teilten wir zu ihrer Zeit. Aber jede Stimmung wurde allzu bald ihrer ablenkenden Neuheit und Wirkung beraubt. Nur die düstere Philosophie der Dekadenten konnte uns helfen. Und auch diese wirkte nur, indem wir allmählich immer tiefer und mit immer teuflischerer Besessenheit in sie eindrangen. Baudelaire und Huysmans waren bald ihres Nervenkitzels beraubt, bis uns schließlich nur noch die direkteren Reize unnatürlicher, persönlicher Erfahrungen und Abenteuer blieben. Es war dieses schreckliche, emotionale Bedürfnis, das uns schließlich auf jenen verabscheuungswürdigen Weg führte, den ich selbst in meiner gegenwärtigen Furcht nur voller Scham und Angst erwähne. Jenen schrecklichen Grenzfall menschlicher Gräueltaten. Der verabscheuungswürdigen Ausübung der Grabräuberei. Ich kann die Einzelheiten unserer scheußlichen Ausflüge nicht enthüllen. Ja, nicht einmal teilweise die schlimmsten Trophäen aufzählen, die das unsägliche Museum schmückten, das wir in dem großen Steinhaus einrichteten. Indem wir gemeinsam, alleine und ohne Dienerschaft wohnten. Unser Museum war ein gotteslästerlicher, unvorstellbarer Ort, an dem wir mit dem teuflischen Geschmack neurotischer Virtuosen ein Universum des Entsetzens und Verfalls versammelt hatten, um unsere abgestumpften Sinne zu erregen. Es war ein geheimer Raum, tief, tief unter der Erde, wo riesige geflügelte, aus Basalt und Onyx gemeißelte Dämonen aus breit grinsenden Mäulern unheimliches grünes und oranges Licht ausspien und verborgene Luftröhren, die Reihen blutig roter Gebeine, die Hand in Hand in die gewaltigen schwarzen Vorhänge gewoben waren, in kaleidoskopartige Todestänze versetzten. Durch die Rohre drangen auf Wunsch die Gerüche, die unsere Stimmung am meisten herbeisehnte. Manchmal der Duft bleicher Begräbnislilien, manchmal der betäubende Weihrauch imaginärer orientalischer Schreine königlicher Toter. Und manchmal, wie widerwillig ich daran denke, der grauenvolle, seelenaufrüttelnde Gestank des geöffneten Grabes. Entlang der Wände dieser abstoßenden Kammer standen Vitrinen mit antiken Mumien, im Wechsel mit schönen, lebensechten Leichen.
Perfekt ausgestopft und hergerichtet durch die Kunst des Präparators. Und mit Grabsteinen. Geraubt von den ältesten Friedhöfen der Welt. Nischen hier und dort enthielten Schädel in allen Formen und Köpfe, die in verschiedenen Stadien der Verwesung konserviert worden waren. Dort konnte man die verrottenden, kahlen Schädel berühmter Adliger ebenso finden wie die frisch und goldlockig strahlenden Köpfe gerade beerdigter Kinder. Dort gab es Statuen und Gemälde, alle mit teuflischen Motiven. Einige von St. John und mir angefertigt. Eine verschlossene Mappe in gegerbter Menschenhaut eingebunden, enthielt gewisse unbekannte und unaussprechliche Zeichnungen, die Goya dem Gerücht nach gestaltet, aber nicht anzuerkennen gewagt hatte. Dort waren übelkeiterregende Musikinstrumente, Saiten-, Blech- und Holzblasinstrumente, auf denen St. John und ich manchmal Dissonanzen von exquisiter Morbidität und missklingender dämonischer Scheußlichkeit hervorbrachten. In einer Anzahl Intarsien geschmückter Ebenholzschränke ruhte die unglaublichste und unvorstellbarste Vielfalt an Grabesbeute, die menschlicher Wahnsinn und Perversität jemals gesammelt hatten. Besonders von dieser Beute darf ich nicht sprechen. Gott sei Dank besaß ich den Mut, sie zu vernichten, lange bevor ich daran dachte, mich selbst zu vernichten.